Give it up.
Thank you.
la 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 sachiranu lala nashatashi hari kirtaname sundara lala sachiranu lala Nashatashi Hari Kirtaname Sundara Lala Nashatashi Hari Kirtaname 361 in the English book. Nashatashi Hari Kirtaname Nashatashi Hari Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Hare
सोर्नुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नम नम जय रूप सनातन भट रघुनाथ हृजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे बोल हरे कृष्ण फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अफर्डिंग माई अनलिमिटेड ओवन श्रेष्ठ माई स्पिरिचुअल मास्टर नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज आफ्टर सेव ओवन श्रेष्ठ अफर्डिंग माई शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज अल वैष्णव एंड अल वैष्णवी सो मॉर्निंग टाइम यू हियरिंग ग्लोरीज ऑफ दिस वृंदावन धाम सो सनातन गोस्वामी फास्ट अफर्डिंग ओवन श्रेष्ठ हूँ चैतन्य महाप्रभु देन मथुरा देन मथुरा देन वृंदावन धाम ना ही अफर्डिंग ओवन श्रेष्ठ दिस इज द यमुना महारानी यू नो टेलिंग हु इज द यमुना वेल यू नो सी हैव सो मेनी फॉर्म ऑफ दिस यमुना नदी telling how Jamuna Nadi she the manifested. So, you know, Purana, there coming one story. Once Krishna, he hearing his own glorification, he hearing his kirtan. When hearing this kirtan, by prem, he is sweating. When sweating, then the sweating, this Mother Yashoda put the beak, you know, what, kajal, this eyes. Now she's sweating, touch this kajal, now the sweating become now black. Now this sweating flowing, touch this chest and touch this lotus feet. And when he the flowing, then this is the Yamuna Maharani. So this is the one thing. And what is the Yamuna? She is the Anuradha. Yeah, Samuna, Yamuna is the Anuradha. And she also Visakha Sakhi. When is the Vrindavan, she is the Visakha. When he is the Mathura, he is the Krishna's queen. Yeah. So she have so many form of the Yamuna. So Yamuna is the, you know, they are completely one ashtag, this is Yamuna. She is telling Brahma, Dab, Drabha, Gatram. When Radha Krishna Prem became melted and when flowing, this is the Yamuna Patarani. So, nachdem Sanatan Goswami seine Sri Vrindavan Dham verherrlicht hat, glorifiziert er als nächstes Sri Yamuna Devi. Sri Yamuna Devi, es wird in den Puranas beschrieben, dass einmal, als Krishna seine eigene Herrlichkeit hörte, dass er begann zu schwitzen. Und dieser Schweiß, also aus
Bremen, ne? So die Bremen, er wurde von Bremen überwältigt und er begann zu schwitzen und der Schweiß lief ihm von der Stirn über die Augen und Mutter Yashoda hatte ihm Kajal aufgetragen auf seine Augen. So der Krishnas Schweiß mischte sich mit diesem Kajal von seinen Augen und floss über seine Wangen, über seine Brust und über seine Lotusfüße und wurde zum Yamuna-Fluss. So, das heißt, die Yamuna ist praktisch der Schweiß von Krishna. Das ist eine Erklärung über Sri Yamuna Devi. Das heißt auch, dass Sri Yamuna Devi wird auch als Anuradha bezeichnet, als die kleine Radha. So, weil sie ist in Vrindavan, ist Yamuna Devi eine Form von Vishakha Devi. Wenn Yamuna in Vrindavan fließt, ist sie Vishakha. Wenn sie nach Mathura kommt, ist sie eine Königin von Krishna. So, und es heißt auch Brahmadravagatri, Sri Yamuna Devi ist auch eine Manifestation der Liebe von Sri Radha und Krishna. Wenn Rama, Radha und Krishnas Liebe eine flüssige Form annimmt, dann ist das Sri Yamuna Devi. So, Sri Yamuna Devi hat viele Formen. Rajamuna Maharani ki. So, they are, Baraha Dev, he told this Prithivi, you know, he telling, oh Prithivi, I am telling you rare, you know, how much glory of this Ganga. Ganga is so much glory, so much glory in Ganga. Our India, everybody know Ganga is the, you know, she is the topmost river is among the whole holy river. But Baraha Dev, he told this, Baraha Dev telling this Prithivi, how much glory this is the Ganga. This is the Yamuna is the more than 100 times more glory than is the Ganga. 100 times. So when you take sour in Ganga, what you got fruit, but when we remembering only Yamuna, you get some same fruit. So Yamuna is the more than a superior Ganga. So Gurudev always tell, once you are know, once this is the Agbar, assembly of Agbar. There, who is the staying in near the Ganges of Ganga, they are telling so much glory of Ganga. But who is the staying in Ganges of Yamuna, they are telling so much glory of Yamuna. And who is the staying near the Ganga, they are telling Ganga is the more superior. But who is the staying near the Yamuna, they are telling, oh, Yamuna is the more superior. Each other will be quarrel. Now, Agbar, now he think, who can tell to this thing, who is the more superior, necessary some good sadhu. That time Jiva Goswami, that time is staying in Vrindavan Dham. Then he calling this Jiva Goswami. You know this thing, you know? He calling this Jiva Goswami. He the very simple way, you know, he the very simple way he decided, what telling, gave the answer. Then Jiva Goswami asking, telling Ganga he manifested from where? He the lotus feet of Bamanadev. Yeah? Lotus when Vaman the one feet go to Brahma Lok, and that time Brahma he give abhishek to lotus feet of Vaman Dev, keep this commandal, he is the Ganga. And who is the Vaman Dev? Vaman is the Krishna's parts and parts, answer from Krishna ke Baladev Prabhu, Mool Sankarasan to Karanadagasai. Then Garbhadasai, Kiryabhadasai, all incarnation came from to Karnatagasai. So who is the Bamandev? He is the Krishna's ansa, in parts and parts. And telling who is the Yamuna? She is the Krishna's queen. Krishna's queen is the Yamuna. Then Jiva Goswami telling, and who is the Ganga? He is the one Dasi of Bamandev. Then Jiva Goswami telling, you can tell, queen is the superior, nah is the servant is the superior. You know? Queen is the superior, nah servant is superior. And then everybody easily understand, oh, Yamuna is the Krishna's queen, you know, he is the Sakhi. And Ganga is the Vamandev, from lotus feet manifested, he is the Dasi, in the servant. So Yamuna is the superior. So that here is the telling, Bhagavan Barahadev telling this Prithivi, you know, more than 100 times Yamuna is the superior, more than Ganga. Keshav,
Einmal sprach Sri Varahadev zu Prithivi Devi, zur Erde, über die Herrlichkeit von Yamuna. Und er sagte, überall auf der Welt, im ganzen Universum, ist Ganga Devi berühmt als höchst reiner Fluss. Aber du solltest wissen, dass was immer für Herrlichkeit von Yamuna, für Ganga Devi beschrieben wird, die Herrlichkeit von Yamuna Devi ist mindestens 100-mal so groß. Wenn man in der Ganga badet, wird man geläutert. Aber dasselbe Ergebnis kann man bekommen, wenn man sich nur an Yamuna Devi erinnert. Ja, so einmal, Srila Gurudev hat oft von einer Begebenheit gesprochen. Zur Zeit von König Akbar hatten einmal die Gelehrten an seinem Hof einen Disput. Und zwar ging es darum, um die Frage, wer ist höher, Ganga oder Yamuna. Diejenigen Weisen, die in der Nähe von der Ganga lebten, die verherrlichten Ganga Devi als höher. Diejenigen Weisen, die in der Nähe der Yamuna lebten, sprachen über die Herrlichkeit von Yamuna Devi. So, es gab einen großen Streit. Und Akbar dachte, wer ist gegenwärtig, der diesen Streit beilegen kann. So, der Führer aller Vaishnavas zu der Zeit war Sri Jiva Goswami in Vrindavan. So, Akbar ließ Jiva Goswami aus Vrindavan kommen nach Agra, um diesen Streit beizulegen. Und Jiva Goswami beantwortete diese Frage auf eine sehr einfache Art und Weise. Er sagte, wer ist Sri Ganga Devi? Ganga Devi, wir wissen, ist aus den Lotusfüßen Sri Vamandevs ausgegangen. Als Vamandev 3 Schritte das Universum durchmessen hat, macht er seinen 2. Schritt so groß, dass sein Zeh die Hülle durchs Universums durchstieß und das Wasser aus dem Ozean der Usaren floss herab und praktisch umspülte die Lotusfüße von Vamandev und kam in diese Welt herab als Ganga Devi. So, die Ganga ist somit das Fußwaschwasser von Vamandev. Aber Vamandev ist wer? Vamandev ist ein Teil von Krishna. Warum? Weil Krishnas erste Erweiterung ist Baladev. Baladev erweitert sich in Mula Sankarshan. Mula Sankarshan erweitert sich in Mahasankarshan. Mahasankarshan erweitert sich in Mahavishnu. Mahavishnu erweitert sich in Garbhodakshay Vishnu. Garbhodakshay erweitert sich in Kshirodakshay Vishnu. Und Kshirodakshay Vishnu erweitert sich weiter. Er erscheint dann in einer Form als Vamandev in dieser Welt. Somit ist Vamandev ein Teil von einem Teil von einem Teil von einem Teil von Krishna. Und Ganga Devi ist eine Dienerin von diesem Vamandev, eine Dasi. Aber wer ist Yamuna Devi? Yamuna Devi ist eine Königin von Krishna in Dvaraka. So, wer ist höher? Also in Vrindavan, he is the Sakhi of Krishna. Yeah. So the Visakha. As queen, her name Kalindi. Huh? Yeah, Kalindi. When is the Mathura? So in Dvaraka ist sie eine Königin von Krishna mit Namen Kalindi. Und in Vrindavan ist sie eine Sakhi, eine der Gopi, nämlich Vishakha Devi. Ja, so wer ist höher anzusehen? Eine Dasi oder die Königin? Eine Dienerin, Dienstmagd vom König oder die Königin. Und so auf die Art und Weise konnte jeder sehr leicht verstehen, dass Yamuna Devi so viel höher ist als Ganga Devi. Yamuna Maharani ki. So telling why he is the black. Yamuna, why is he the black? They are telling many reasons. One is the touch. Why is he the black? So he the, he touched this kajal. This is the one reason. Another reason, she is the thinking, Krishna. So Krishna color is the black. So she is becoming black. And when Krishna, all gopis, and they are taking bath in the Yamuna river, their eyes the kajal. The kajal is the mix. So there is the become black. So they are telling so many reasons why Yamuna is the black. Yamuna Devi hat eine schwärzliche Farbe. Was ist der Grund für diese schwärzliche Farbe? Einen Grund haben wir schon gesagt, nämlich, dass der Schweiß von Krishnas Stirn
was sich mit dem Kajal von seinen Augen mischte und zur Yamuna Devi wurde. Ein anderer Grund ist, dass Yamuna Devi immer über Krishna meditiert, immer an Krishna denkt. Und Krishna ist von schwärzlicher Hauttönung, deswegen wurde Yamuna Devi auch schwärzlich. Und eine andere Erklärung ist, dass Krishna und die Gopis sich immerzu in der Yamuna Devi vergnügen. Und der Kajal von Krishnas Augen und von den Gopis mischt sich mit dem Wasser der Yamuna. Deswegen hat die Yamuna Devi eine schwärzliche Tönung. Okay. Now then he offering obeisances to Giriraj Govardhan. Well, Giriraj Maharaj ki. Yeah. So Giriraj have so many glories of this Giriraj Maharaj. So here telling is the Govardhana Jayati Saila Kuladhiraja. So he offering obeisances to Giriraj Govardhan. His name is the Giriraj Govardhana. What is the meaning of the Giriraj? Giriraj means among the all mountain, he is the king of the among the all mountain. He is the mountain. So like this is the Giriraj Govardhan who one upon time Brahma Vishnu Mahesh. They did very great austerity. You know, worship to Krishna. When Krishna pleased, then telling what you want. Well, oh Prabhu, I want your service. Well, how you want my service? You want to become my Sakha, Sakhi? Well, no. You are not doing such a good karma. You are become Sakha, Sakhi. Well, what you want? Well, if you bridge, you are become mountain. If you doing pastime on the mountain, when you touch your lotus feet, then your life becomes successful. Then Shankar, he became Nandagam, Brahma became Barsana, and himself, Vishnu, he became Giriraj Govardhan. This is the one form. Another form, who is the Giriraj? Giriraj the himself, Krishna. When Mahaprabhu, he gave Raghunath Das Goswami, two things he gave. One is the Giriraj and one the Gunjamala. Telling, oh Raghunath, this is the not Giriraj, he is the himself, Krishna. He is the not Gunjamala, herself, Radharani. So telling, Giriraj, who is the Giriraj? Himself, Krishna. And the very third form, so Radharani is the telling, Hantaya Adriya Vala Haridasa Varja. He is the topmost among the all Haridas, he is the topmost Haridas. Yeah, first Haridas is the Yudhishthira Maharaj, and second Haridas is the Uddhav, and Haridas Varja, Giriraj Govardhan is the Haridas Varja. Yeah, and he is the Haridas Varja. But why? He is the Haridas Varja. Why? Well, he is the many way he doing service to Krishna, many way. Krishna, like this, you are Sodasa Upachar, you know, 16 kind of peripherally our worship to Krishna. Padya, Achman, Puspa, Snaniyam, you know, Panchamritam. Then Giriraj Govardhan, every way he gave doing service to Krishna. When Krishna came to Giriraj Govardhan, he gave to flower at lotus feet and gave to asana to him. And there are Panchamrita available there. Panchamrita. There are honey, there are, you know, bee, they are also available. There are sugar can, they also, sugar? Can. There also, they gave to, like sugar, and there also, cow gave the milk, you know, this from the milk coming to yogurt and ghee. You know, there are five way of this Panchamrita also gave to Krishna, he gave to service to Krishna. And also doing sweet pastime, this cave and kunja. So telling this Giriraj Govardhan is the Haridasa Bharja. And Gurudev telling, he also Haridasi. And Gurudev telling, he is the Haridasi also Giriraj Govardhan. And he is the Haridasi also. So many way Giriraj Govardhan doing service. So he offering obeisances to Giriraj Govardhan. Als nächstes bringt Srila Sanatana Goswami seine Ehrbietung Sri Giriraj Govardhan dar. Govardhano Jayati Shaili Kuladhirajo. Sri Giriraj Govardhan ist bekannt als Giriraj, der König aller Berge. Wer ist dieser Giriraj Govardhan? Es wird beschrieben, dass einmal Shiva, Brahma und Vishnu sehr schwere Entsagungen auf sich nahmen, um den Dienst Krishnas zu erlangen. Als Krishna mit ihrer Entsagung zufrieden war, erschien er und fragte, welche Art von Dienst zu mir möchtet ihr denn haben?
möchtet ihr meine Sakkas oder Sakkis werden? Und sie sagt, nein, wir sind nicht qualifiziert dafür. Wenn wir einfach nur Berge in Vrindavan werden könnten und du auf uns deine Spiele ausführen würdest, dann wären wir mit der Berührung deiner Lotusfüße gesegnet. Das wäre für uns die höchste Erfüllung unserer Wünsche. Also wurde Brahma der Vashana-Berg. Shiva wurde Nandagaon und Lord Vishnu wurde der Giriraj Govardhan. So eine Form vom Govardhan ist Sri Vishnu. Eine andere Form von Giriraj ist, der Giriraj ist auch Krishna selbst. Ja, als Mahaprabhu Raghunath Das Goswami den Govardhan-Stein und die Gunjamale, die er verehrt hatte, gab, sagte er zu Raghunath, Raghunath, ich gebe dir den Schatz meines Lebens, Radha und Krishna. Und er sagte, dieser Govardhan ist nicht verschieden von Krishna selbst. Und die Gunjamala ist eigentlich Srimati Radharani selbst. So auf die Art und Weise ist eine Form, Govardhan in einer Form ist er auch Krishna selbst. Andere Form von Govardhan heißt, er ist Haridasavaya, er ist auch der beste Diener Sri. Es werden drei Diener Sri Haris im Srimad Bhagavatam beschrieben, drei Haridasas. Der erste Haridas ist Maharaj Yudhishthir, der zweite Haridas ist Uddhav. Und der dritte Haridas heißt Haridasa Vaja. Vaja bedeutet der beste Diener Sri Haris. Das ist Giriraj Govardhan. Wieso bekommt Govardhan diesen Titel, bester Diener Sri Haris? Weil Giriraj Govardhan Krishna in jeder nur erdenklichen Art und Weise dient. Wenn wir die Puja ausführen für Krishna, dann die beste Art von Puja ist, wenn sie mit 16 Artikeln dargebracht wird. Ja, mit Agyam, Padya, und Panchamrit und so vielen Arten von Zubehör. So in selber Weise der Govardhan, all diese Arten von Zubehör, die stellt er bereit für Krishnas Dienst. Krishna, wunderschönes, klares Wasser, so viele Früchte und auch sogar Panchamrit, die Kühe, die auf Govardhan Weiden geben, Milch und die Honig, der von den Bäumen tropft und die Zuckerrohr, das auf Govardhan wächst, gibt den süßen Zuckersaft. So viele, der Govardhan gibt so viele Mineralien, mit denen sich die Sakkas schmücken, so viele abgelegene Kunjas, in denen sich Radha und Krishna treffen und ihre Spiele genießen. Auf jede nur erdenkliche Weise dient der Govardhan Radha und Krishna. Bola Giriraj Maharaj ki jai. So, you know, Gurudev, he told, why Giriraj Govardhan became a stone? Yeah, why he became a stone? So, Gurudev telling two reasons why Giriraj became stone. One reason, Gurudev told, yeah, when Krishna he doing very sweet pastime, like the Rasalila, Kunjarila. Now, Giriraj Govardhan, he think, oh, if I direct stay there, not possible Krishna he doing this madhur pastime. Like this when you are bathroom, when take shower, you know he is the complete stone, you know, this is the tile and this is the stone. You know, how you can take shower? Why? You know, he is the jar, he is the stone. Like this Giriraj Govardhan, he think, if I become a stone, then what happened? Krishna, this sweet pastime, he can easily do this sweet pastime. This is the one reason. Tell another reason why he became a stone. Another eight kind of symptom of this prem. When is the swed, asru, kampa, pulag, vivarna, vaibhav, there are 10 kind. One is a stand. One. So when Krishna lotus feet touch this Giriraj Govardhan, he became a stand like this, you know. So he became a stone. You know, he became stone. This is the and in another thing you saw this Giriraj Govardhan. You know, when you saw any mountain, this head like this, you know, head. And he is the so much rough. But when you saw Giriraj Govardhan, you can look when something become melted, you know. When is the melted, become clay, when you saw Giriraj Govardhan, he completely the melted form. Complete, you can saw Giriraj Govardhan, he is the melted form, you know. Not, he is like this. He is the complete melted form. Why?
When Krishna touch this lotus feet, when Krishna playing very flute, doing very sweet pastime, then he become melted. You can take any stone of this Giriraj Govardhan, and if you saw like this, they are looking there so much waterly. Like this oil, you know, some food, some oil like this, so hot, so hot, telling your language. Like liquid. Huh? Liquid. Like this liquid form. And so soft, Giriraj Govardhan, not rough. So Giriraj Govardhan became a stone. Oh, so Giriraj Maharaj hat viele Formen. In einer Form hat Srila Gurudev erklärt, ist Giriraj Govardhan auch Krishna Dasi, hat auch eine weibliche Form. Denn er ist der Zeuge von all den süßen Spielen von Sri Radha und Krishna. Und da ist kein männlicher Person anwesend in diesen Spielen, sondern nur Krishna und die Gopis. So, Giriraj Govardhan hat die Form von einem Stein, Berg, Fels. So, wie kommt es dazu, dass Giriraj so eine Form hat? Srila Gurudev hat erklärt, da gibt es zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass Radha und Krishna nur so ihre süßen Spiele dort ausführen können, ne? Ihre vertraulichen Nikunja-Spiele, wie wenn man duscht, zum Beispiel im Bad, wenn irgendeine Person mit da drin ist, dann fühlt man sich da sehr, ich sage mal, wird man sich schämen. Aber wenn nur der Stein um einen drumherum ist, dann hat man kein Problem. Ja? So, gleicherweise, wenn Giriraj Maharaj hat die Form von Stein angenommen, damit Radha und Krishna völlig ungezwungen ihre vertraulichen Prem-Lila dort ausführen können. Und eine andere Form, warum Govardhan Stein geworden ist, ist ein anderer Grund. Yes. Keshav, zweiter Grund. What I tell you. Second reason was? Das ist ein ekstatisches Symptom. Es gibt 8 Ashtasattvika Bhavas, 8 ekstatische Symptome, die den Körper beeinflussen, so wie zum Beispiel Zittern, Schweißausbruch, Erblassen, bewusstlos werden. Einer von diesen 8 Sattvika Bhavas ist Erstarren. Ne? So Giriraj Maharaj ist ständig in dieser transzendentalen Ekstase der Liebe zu Radha und Krishna. Als Krishnas Lotusfüße Giriraj berührten, erstarrte er vor Ekstase. Und eine andere Sache ist noch, wenn man Giriraj Maharaj anschaut, normalerweise die Berge, die sind sehr stolz, spitz und aufrecht und sehr hart. Aber Giriraj ist nicht von der Art. Wenn man Giriraj betrachtet, sieht man, dass er praktisch wie so eine geschmolzene Form besitzt. Selbst wenn man jeden einzelnen Giriraj Shila Stein nimmt, wird man sehen, ne, das ist praktisch wie so erstarrte Flüssigkeit. So ist praktisch geschmolzen. Ich meine, als Krishna seine süßen Spiele auf Govardhan vollführt hat, als er seine Flöte gespielt hat, den Govardhan mit seinen Lotusfüßen berührt hat, dann der Giriraj begann in Ekstase zu schmelzen. Ja, und hat praktisch so die Form flüssige Prem, erstarrte Prem. Bola Giriraj Maharaj ki. So Giriraj have so, you know, without mercy of Giriraj Govardhan, anybody cannot enter this Krishna Prem. So even Raghunath Das Goswami, he told Nijandikata Nivasa Dehi Govardhanatva. He also prayed to Giriraj Govardhan, oh Giriraj, kindly you gave placed me your lotus feet. And when is the Narad, when he listening Ashtakalya Lila from to Siva, now he think how he can attend this sweet pastime. Then he takes Sarala Giriraj Govardhan, there Narada Kunda there. Yeah. And when Sanatana Goswami, he every day, when he stay in Vrindavan, he every day by walking go to Giriraj Govardhan, and every day he doing Parikama Giriraj Govardhan, every day. And our Rupa Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and this Uddhav also, yeah, when Uddhav, he came to Braj, and when he saw the glories of Brajavasi and Braj Gopis Radharani, now he think how can I attend this love? Well, without mercy of Giriraj Govardhan, I cannot attend. So he take the form of grass, Giriraj Govardhan. He also doing worship. And our Gurudev,
You know, why are the Giridhari Gaudiya Math? Before they are one house, Gurudev also stay there, Giriraj Govardhan. Every day he is there doing Giriraj Govardhan Parikama. Every day he is chanting 2 lakh Harinam. And every day he study this Al Goswami's Grantha. So our Gurudev also doing very great study this Giriraj Govardhan. So one day whole world he preach. So our all Guru Varga there take the shelter of this Giriraj Govardhan. Ohne die Barmherzigkeit von Giriraj Govardhan kann man nicht in Krishnas Spiele eintreten. Wir sehen, dass die Devotees immer Zuflucht suchen bei Giriraj Govardhan, um Radha und Krishnas Dienst zu erlangen. Schon Narada Muni, als er am Rasatanz teilnehmen wollte, die Form einer Gopi erlangen wollte, ist er zum Radha Kund gekommen und hat dort am Narada Kund zum Govardhan, am Fuß vom Govardhan, hat er dort Entsagung auf sich genommen. Srila Raghunatha Das Goswami hat gebetet, Nitya Nikatani Vasam Dehi Govardhanatam. O Sri Govardhan, bitte gewähre mir einen Platz bei deinem Fuß. Sri Sanatana Goswami hat jeden Tag ohne Ausnahme Parikrama gemacht vom Giriraj Govardhan. Unsere anderen Acharyas, Rupa Goswami, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, alle sind zum Govardhan gekommen und haben dort Zuflucht gesucht und Bhajan ausgeführt. Und auch unser Gurudev hat auch dort, wo unser Giridhari Gaudiya Math heute ist, dort hat unser Srila Gurudev gleich daneben, hat er gelebt für einige Zeit und hat jeden Tag 2 lakh Harinam gechantet und die Schriften der Goswamis studiert, tiefen Bhajan ausgeführt und jeden Tag Govardhan Parikrama gemacht. Rasa, leave it open the door a little. There's no air here. Come on, a little bit. And so. Here it's very hot. And Uddhav also? Auch Uddhav hat Zuflucht gesucht beim Govardhan. Er hat gedacht, wie kann ich diese Prem, Bratscha Prem bekommen? Ohne die Barmherzigkeit von Govardhan ist es nicht möglich. Deswegen ist er ein Grashalm geworden und dort am Fuß vom Govardhan. Yeah, so everybody takes the shelter this Giriraj Govardhan. Yeah. So then he offering obeisances to this Bhakti. You know, Bhakti Maharani. He offering obeisances to the Bhakti. And telling only Bhakti, he is such a one way you can attend this Krishna Bhakti. So Uddhava telling, na sadhayate mam yoga, na karma Uddhava, na sadhaya stapastyaga jatha bhakti, mamarjita telling, oh Uddhava, only bhakti only he can control to me, not jnana, not vairagya, not karma, not yoga. And bhakti is such a thing. So Krishna telling, patram puspam phalam toyam jome bhaktyaha prajachati, tadam bhakta uparhita asnami prajatatman. By love, affection, if anybody gave to this, the fourth thing he take this name. With the without money, you can get this thing. Patram, puspam, phalam, toyam. If only one thing by love, affection, somebody offered to me, then Krishna telling, I am pleased, you know, I am happy. And here telling, you know, they are sravanam, kirtanam, vishnu, smaranam, pada. This is 9 limbs of bhakti. If only one limbs of bhakti, he followed only one limbs of bhakti, they can control to me. They can control to me. So he's telling only bhakti is such a thing, only through this bhakti only you can attend to Lord, not jnana, not karma, not yoga. So bhakti is the so glory. So he offering obeisances to say bhakti Maharani. Schließlich bringt Sri Sanatana Goswami seine Ehrbietung Bhakti Devi dar. Bhakti Devi ist so glorreich, dass man durch Bhakti Krishna erreichen kann. Es gibt keinen anderen Weg, Krishna zu erreichen, außer durch Bhakti. Nicht durch Karma, das heißt nicht durch fromme Handlung, nicht indem man die Schriften studiert, nicht indem man harte Entsagung auf sich nimmt, indem man sehr viel meditiert, Mantras chantet oder sich löst von materiellen Dingen. All diese Dinge sind nicht geeignet, um Krishna zu beherrschen. Krishna wird nur durch eine Sache beherrscht, und das ist Liebe und Zuneigung, Bhakti. Ja. So, Bhakti Devi ist so von dieser Art, dass Krishna in der Bhagavad Gita sagt, Bhaktyama, Patram Puspam Balam Toyam Yume Bhaktya Prayatsati.
jemand, der mir mit Hingabe eine Frucht, ein Blatt, eine Blume oder Wasser darbringt, alle vier Dinge, die sind alle kostenlos erhältlich, für die muss man kein Geld ausgeben. Aber einfach indem man die mit Bhakti, mit Hingabe Krishna darbringt, wird Krishna beherrscht, wird Krishna erobert. Ja. So, diese gibt 9 Arten von Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam. Selbst wenn man nur eine dieser Arten von Bhakti ausführt, wird Krishna dadurch beherrscht. Und der höchste Herr selbst kommt unter die Kontrolle von einem Devoti, der ihn mit Bhakti, mit Hingabe verehrt. So, das ist die Herrlichkeit von Bhakti. Nur durch Bhakti kann man Krishna erreichen, nicht auf irgendeine andere Art und Weise. Deswegen bringt Sanatan Goswami hier seine Ehrbietung Bhakti Devi dar. Ja, weil Bhakti Devi ki. So, he, you know, this Rupa Goswami, this is the Padyavali. He write one slok there, telling only through this Bhakti only can attend to Krishna. Then he gave so many examples. Tell Vyadhasya Kim Acharanam. If somebody thinking when you are very good behavior and activity, then Lord only become happy. Then he gave example this hunter, you know, Narada, he took blessed this Vyad. Well, he is the, you know, he killed always the animal. And somebody think when very old age and young age, maybe Krishna gave to mercy. Then gave example Dhruvas is a kam bayam. When only he age the 5-year-old age, he attained this bhakti. Somebody think when you have so much wealth, maybe Krishna pleased to me. Well, Sudama kim dhanam. Sudama, he is a very poor person. But Krishna gave to mercy to him. And then he telling if somebody so much strong, very powerful, maybe Krishna gave to bless to him. Then he gave example, this is the Ugrasabha kim paurasam. Ugrasana Maharaj, you know, father of Kansa, Ugrasana Maharaj. He have no any power, but Krishna he gave to bless to him. So if somebody think even you have some intelligent, maybe Lord gave to mercy to me, then gave example, this is the elephant, you know. When a crocodile he attacked to him, but only he gave one flower to Krishna, Krishna became pleased. So here Swamini gave the example, only Krishna he sought your love affection. Krishna he did not sought any wealth, very powerful Krishna. Does not look this thing, only serve to your love affection. Only want your love affection. Srila Rupa Goswami gibt im Padyavali sehr schöne Beispiele über die Herrlichkeit von Bhakti. Und trotzdem hat er Krishna erreicht. Dann mag jemand fragen, okay, Sie sagen, man braucht Kraft, um Bhakti auszuführen. Körperliche Stärke, um Bhakti praktizieren zu können. So wie viel, welche Kraft, welche hatte König Ugrasen, der von seinem Sohn Kansa eingesperrt worden war und im Kerker war. Trotzdem hat er Krishna erreicht. Oder jemand mag sagen, man braucht Intelligenz, um Bhakti auszuführen. Und dann wird die Antwort gegeben, wie viel Intelligenz hatte Gajendra, der Elefant, ein Tier. Trotzdem hat er Krishna erreicht, einfach indem er eine Lotusblume ihm dargebracht hat. So, das ist die Herrlichkeit von Bhakti. Bhakti ist nicht abhängig von irgendetwas anderem. Einfach durch Bhakti kann man Krishna erobern. Bhakti Maharani ki. Jai. So, now last he offering obeisance to this holy name. Jayati Jayati Nama Nanda Metad Murari. So when he also doing glory to holy name, they are also telling Jayati, Jayati. They are also 2 times he telling Jayati, Jayati. 2 times doing so much glory, so much glory to this holy name, this Harinam Sankirtan. This is Kali Yuga, here telling no need to follow any Varnasrama Dharma, no need to follow any kind of austerity, no need to follow any kind of Gyan, Dhyan. Only you can take to shelter of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If only take shelter this holy name, then you can get all kind of perfection. So Sanatana Goswami telling no need to take any kind of shelter this Kali Yuga. So zum Schluss, schließlich bringt Sanatana Goswami seine Ehrbietung dem heiligen Namen dar. Jayati Jayati Nama Nanda Rupam Murari.
Und hier spricht er auch wieder zweimal Jayati, Jayati, aller Ruhm sei dem heiligen Namen Sri Krishnas. Dieser heilige Name in diesem Kali Yuga ist die einzige Zuflucht für alle Lebewesen. Es ist nicht notwendig, in diesem Kali Yuga irgendeinen anderen Vorgang auszuführen. Nicht notwendig, Vanashram zu folgen, Gyan, Dhyan heißt Meditation oder Entsagung. Einfach nur den heiligen Namen zu chanten. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Das allein reicht aus, um alle Vollkommenheit zu erlangen. So, hier, you know, here is the when Rupa Goswami, Sanatana Goswami, there came to Mahaprabhu and offering obeisance. They are telling, oh, Prabhu, you are very, very fallen person. You are guidance of this Muslim. You are doing working. So you are very, very fallen person. You are very, very fallen. But this tongue always chanting this Hare Krishna Mahamantra. Then Mahaprabhu telling, no, you are not fallen person. Well, why? Well, your tongue always chanting this Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Well, whose tongue always chanting this holy name? They are not ordinary person. So Krishna, he told to Arjuna, Janai Purva Satta Janmam Basudeva Samarchanam Tanmukha Harinamani Sadatishtati Bharat. You know this look meaning. So that person can chant his holy name. If previous 100 life he worshipped Lord Krishna, you know. And this is, and quotation another slok, Aho Bhat Sapocha Atogaryan. Bhagavan Kapiladev, he told to Mata Dehuti, you know, who is the not whole tongue, if what will last tongue, Jiva Grey, meaning, understand? Tip of the tongue. If somebody chanting this holy name, what you gonna understand? You can understand previous life, he already done four things, you know this thing, four things. He gave all kind of charity, all kind of austerity, all kind of jagya, all kind. He went to all holy river, you know. If somebody done, then possible somebody chanting this holy name. So Mahaprabhu telling, you are not Sudra, you are not fallen person. Why? Your tongue always chanting this holy name. With the chanting this holy name, always they take sour all holy river, you know. Give all kind of charity already he done. So you are not ordinary person. So holy name is the very, very powerful person. Powerful, this holy name. Als Rupa und Sanatan Goswami zu Chaitanya Mahaprabhu kamen, brachten sie in großer Demut ihre Ehrerbietung zu Mahaprabhu dar. Und sie sagten, oh, mein Herr, wir sind so gefallen. Wir sind die Niedrigsten der Menschen. Wir stehen im Dienst von den Muslimen. Keiner ist so gefallen wie wir. Aber Chaitanya Mahaprabhu sagte, oh, ihr seid nicht gefallen. Denn eure Zunge chantet unablässig die heiligen Namen des Herrn. So jemand, der die heiligen Namen chantet, er ist der Beste und Großartigste von allen Menschen. Krishna sagte zu Arjuna, Jena janma shatai puvam vasudeva sanmachita tanmukhe harinamani sadatishtanti bharata. Jemand, der in seinen vergangenen 100 Geburten den Herrn verehrt hat, nicht nur verehrt, sondern vollkommen verehrt hat. Nur in dessen Zunge ist der heilige Name immer gegenwärtig. Und ein anderer Vers aus dem Srimad Bhagavatam beschreibt, dass jemand, selbst wenn er in einer Familie von Hundeessern geboren ist, wenn er den heiligen Namen chantet, das heißt nicht mal mit seiner Zunge, sondern nur mit der, auf der, wenn der heilige Name sich auch nur auf der Spitze seiner Zunge manifestiert. Und das heißt, diese Person hat in seinen früheren Geburten alle Arten von Spenden gegeben, alle Arten von Entsagung auf sich genommen, alle heiligen Orte besucht und alle Arten von Yajnas ausgeführt. Und er hat alle frommen Tätigkeiten beendet. Und deswegen ist jetzt der heilige Name auf seiner Zunge gegenwärtig. So, das ist die Herrlichkeit vom heiligen Namen des Herrn. So, Chaitanya Mahaprabhu, you know, once Chaitanya Mahaprabhu, he calling all devotees, you know,
And you know, Mahaprabhu told to, when some devotees invite to Mahaprabhu, today you can take prasad my house. Mahaprabhu telling, no, I am did not take to everybody prasad house. If somebody Lakpati, yeah, Lakpati, then I can take the prasad. Then all devotees become so much upset. You know, that time 1 lakh money is not ordinary thing, you know. 1 lakh is the golden coin that time. Well, then somebody Lakpati, then all devotees become upset. Then Mahaprabhu telling, you know, who is the rare Lakpati, who is the everyday chanting 1 lakh, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. So, then Mahaprabhu explained, then all devotees become so happy. Everybody take bow. Oh, you are try. Every day you can chant 1 lakh Harinam. Every day you can chant 1 lakh Harinam. You know. So, you know, some Vaishnava they are telling, you know, if you one day did not make Lakpati, you try minimum 4 days make the Lakpati. Meaning, if one day you are not chanting 1 lakh, but not chanting more less than 16 rounds. Minimum try to chant 60 rounds. Not try chanting more tomorrow, you know, not come less. And some Vaishnava he tell, many time, 2 hours, you thinking your family, they are your enemy. You are thinking your family person, they are the enemy of your enemy. Why? What is the, there, this is the dacoit, you know. Why dacoit take the all money, your family life, they take your whole energy. So 2 hours you think they are my enemy. Everybody is my enemy. This family person. So 2 hours try, you know, Bhaktivinoda Thakur, this is Harinam Chintamani. He explained, this Harinam is the Chintamani. You know, what you can't want, he can fulfill whole desire. But they explained this Harinam Chintamani. If you want to get perfection, some, for necessary one place, sit down minimum 3-4 hours, try to sit down one place and chanting this Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. So, one upon a time, so one person came to Bhaktivedanta Bhavana Goswami Maharaj. When he came to Bhavana Goswami Maharaj, then Bhavana, this is telling, oh Maharaj, how you can get very happiness life. Then Bhavana Goswami Maharaj, he told, you tried learning weeping, crying. Well, what you tell? You are come to sadhu, got very peaceful life. You tell you can try learning to weeping. You know, he did not understand. He became upset. He returned house again second day. Again he came. Well, Maharaj, what you told? You are come to sadhu. You know, you are always suffering this material life. You are came to sadhu, comes peaceful life. You are told you learn to weeping. What is this meaning? Then Bhavana Goswami Maharaj telling, unless until when the children did not weeping, mothers did not fail to milk him, you know. Mm-hmm. Like this, unless you can did not weeping, Lord gave mercy to you. Mm-hmm. So when you chanting this holy name, you can weeping and chanting this holy name. So Mahaprabhu is telling, Nayanam Galadastra Dharaya Pullakai Nichi, Nayanam Galadastra Dharaya Pullakai Nichitar Bappu Kadatava Nama Grahana Pabishati. When coming that day, when you chanting your whole name, my eyes coming the tear, yeah. So without weeping, Krishna never gave mercy to you. So when you chanting this holy name, you know, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. When you weeping, chanting this holy name, then Krishna's heart became melted. Yeah. Then Krishna gave to mercy to you. So, telling many times, you thinking your family life, they're enemy. And evening time, the 2 hours, they're my enemy. So, the 2 hours and 2 hours, 4 hours, completely try to cut this relationship with the family and try to chanting very nicely, you know, this holy name. You know, this some sadhu you tell like this. So Chaitanya Mahaprabhu sagte zu Rupa Goswami, ihr beiden, ihr seid mit Sicherheit nicht gefallen. Ihr seid auch keine Shudras, denn ihr chantet immer zu den heiligen Namen, so ihr seid die Besten der heiligen Menschen. Einmal
weil Chaitanya Mahaprabhu in Puri lebte, wollten alle Geweihten von Mahaprabhu immer Mahaprabhu einladen zu sich nach Hause, um zum Mittagessen. Aber Mahaprabhu sagte, ich werde nur im Haus von jemand speisen, der Lakhpati ist, der 100.000 besitzt, der Millionär ist sozusagen. So, alle Devotees, die wurden sehr traurig, weil Lakh eine 100.000 zu besitzen zu der Zeit, das war nicht wenig, zu der Zeit gab es Goldmünzen, so 100.000 Goldmünzen, das hatte keiner besessen. So, alle Devotees waren sehr traurig, aber Mahaprabhu hat erklärt, was das bedeutet. Nämlich, er meinte, ich werde nur im Haus von jemand essen, der 100.000 heilige Namen am Tag chantet. 100.000 heilige Namen sind 64 Runden am Tag. Mahaprabhu sagte, nur jemand, der seinem Leben praktisch dem Dienst des heiligen Namen hingibt, diese Person werde ich als meinen Diener annehmen. So, ein Sadhu hat gesagt, okay, vielleicht sind wir nicht in der Lage, 64 Runden am Tag zu chanten, und zumindest sollten wir in 4 Tagen einen Lakh chanten. Das heißt, wir sollten nicht weniger als 16 Runden am Tag chanten. Dann hat er auch gesagt, ein Sadhu, für 2 Stunden morgens soll man denken, meine Familie, meine Verwandten und Freunde, das sind meine Feinde. Warum? Weil im Harinam Chintamani erklärt Srila Haridas Thakur, der heilige Name ist Chintamani, das ist ein wunscherfüllender Stein. Er kann alle Wünsche erfüllen und uns zur Vollkommenheit verhelfen. Aber man soll sich hinsetzen an einen ruhigen, stillen Ort, wenigstens 3-4 Stunden am Tag, und mit Konzentration die heiligen Namen chanten. So, deswegen sollte man für 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends sollte man denken, meine Familie, meine Freunde, Verwandte, das sind meine Feinde. Warum? Weil sie, ein Feind ist jemand, der einem sein Reichtum stiehlt. So, diejenigen, die mich ablenken davon, den heiligen Namen zu chanten, die meine Energie, meine Aufmerksamkeit und meine Hingabe von Krishna wegnehmen und für sich selbst haben wollen, also die sind nach der Aussage der Schriften unsere Feinde. Deswegen zumindest für 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends sollten wir niemanden kennen, nur den heiligen Namen sollte bei uns sein, und wir sollten mit großer Konzentration und Hingabe diesen heiligen Namen chanten. So Chaitanya Mahaprabhu, so he telling this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mahaprabhu telling, Prabhu vale kahilam yahi mahamantra. Iha japa gya sabe kariya nirbandha. Iha ite sarva siddhi hai vesavar, sarva khana bola ite vidhi nayar. So Mahaprabhu is telling, I am gave this holy name to you. Always you try chanting this holy name. So, yaha japa gya sabhe kariya nirbandha. Nirbandha meaning fixed round. So, Bhaktivinoda Thakur telling, what is the meaning of nirbandha? Bhaktivinoda Thakur telling, nirbandha meaning the minimum chanting 1 lakh. This is the Bhaktivinoda Thakur telling, this is the nirbandha. Yeah, this is the meaning of nirbandha. So, yaha japa gya sabhe kariya nirbandha. And he be chanting like this holy name. Yah ite sarva siddhi hai visabhar. So Prabhupada telling, what is the meaning of sarva siddhi? Yeah, sarva siddhi meaning when you got something, when you got everything. What is the sarva siddhi? Will Krishna prem. Take darshan of Krishna, you know. This is the sarva siddhi with the Krishna prem. You got the sarva siddhi. And sarva khyana bola ite vidhi nahi yaar. So I cannot give any consider. So you can always, when you listening, when you sleeping, when you eating, when you walking, always you can chant. This is the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So always you try chanting Holy Name. But what happening sometime? You are take Harinam from the Gurudev. Someday you are chanting this holy name, but after someday you are left this holy name. Well, why you are left? Why did not get some taste? Why? Well, you are not chanting properly.
You know how Mahaprabhu telling chanting this holy name, you are not chanting some properly. If you chanting some properly Harinam, sit down one place, you know, one place sit down. From this heart you are calling to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. You know, from this heart you are calling to Krishna. If you sit down one place, you are chanting, must come some realization to you. And when some realization came, then never you can leave this holy name. But you are not chanting properly, how Mahaprabhu told. Sometimes you are not got some taste. After some day, you can left this holy name. So if you are chanting properly, never you left this holy name any time. Eine Sache habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Srila Vaman Maharaj, einmal kam ein Devotee zu ihm und hatte ihn gefragt, wie kann ich in meinem Leben, in meinem Sadhan erfolgreich werden? Und dann Srila Vaman Maharaj antwortete ihm, du musst lernen zu weinen. So der Mann hat sich gewundert und er dachte, weil ich weine schon genug, diese materielle Existenz ist leidvoll genug, so jetzt soll ich noch mehr leiden, soll ich noch mehr weinen. So am nächsten Tag kam er wieder und fragte Maharaj, kannst du das bitte erklären, ich verstehe nicht. Aber dann sagte Srila Vaman Maharaj, das bedeutet, wenn wir chanten, dann sollen wir völlig hilflos wie ein kleines Baby weinen und Zuflucht suchen bei Radha und Krishna. So wie ein Baby, die Mutter hat Sachen zu tun in der Küche und setzt das Baby hin mit dem Spielzeug. So, und das Kind fängt an zu weinen, dann die Mutter kommt und gibt ein kleines anderes Spielzeug oder was Kleines zu essen, dann hört das Kind wieder auf mit weinen, die Mutter geht wieder in die Küche. Aber wenn das Baby richtig anfängt zu weinen und nichts anderes mehr will als die Mutter, dann muss die Mutter alles stehen und liegen lassen und das Baby nehmen und stillen. In gleicher Weise, erst dann, wenn unsere Hingabe, wenn wir fortgesetzt weinen in einer hilflosen und zufluchtsuchenden Stimmung, erst dann wird praktisch Krishna, dann wird unser Chanten Krishna anziehen und dann werden wir die Vollkommenheit erreichen im Chanten. So, Chaitanya Mahaprabhu gab die Unterweisung, Prabhu Kahe, Kahe Lama, E Mahamantra, Iha Jabe Gya Sabe, Koryanya Bandha. Dass man soll den heiligen Namen chanten, Nirbandha. Srila Bhaktivinodaka erklärt, Nirbandha bedeutet eine bestimmte Anzahl von Runden, und zwar nicht weniger als 64 Runden. Das ist, bedeutet Nirbandha. Mahaprabhu gibt diese Unterweisung. Wenn wir auf diese Art und Weise chanten, dann ist es sicher, ja, heute, Sava City, Hoyebe, Saba. Dann wird alle Vollkommenheit sich einstellen. Savakshane Bodhi Ite Vidhina, ja. Man soll zu, alle Vollkommenheit bedeutet, dass wir Krishna Prem erreichen. Alle Vollkommenheit bedeutet, alle Arten von Vollkommenheiten sind damit eingeschlossen. So in Krishna Prem, wenn wir Krishnas Darshan bekommen, ist alle Art von Vollkommenheit mit eingeschlossen. Ja, so, Savakshane Bodhi Ite Iha Vidhi Naya. Dieses Chanten, dieser heilige Name ist so barmherzig, dass man keine bestimmten Regeln folgen muss. Man muss zu allen Zeiten, egal wo man ist und was man tut, kann man chanten. Ob man schläft, liegt, steht, isst oder was immer, zu aller Zeit soll man chanten. So Maharaj erklärt, dass wenn man den heiligen Namen chantet, oft sieht man, dass Devotees, die beginnen zu chanten, aber nach einer gewissen Weile hören sie wieder auf zu chanten. Was ist der Grund dafür, dass sie keinen Geschmack bekommen am Chanten? Der Grund ist, dass sie nicht richtig den Vorgang folgen, dass sie nicht richtig chanten. Aber wenn jemand tatsächlich sich hinsetzt, nur sich auf das Chanten konzentriert und mit Aufmerksamkeit und Hingabe Zuflucht sucht beim heiligen Namen, dann ist es sicher, dass er Inspiration, Kraft bekommt und dass dieser Vorgang funktioniert und dass er Fortschritt machen wird und Geschmack am heiligen Namen entwickelt. Hari Naam Sankirtana Ki. So this, you know, this Chaitanya Bhagavat, when Mahaprabhu went to South India, so there was a Brahman, now Brahman, he was so much confused now.
He asking two questions to so many person, but everybody gave different answer. His question is the what is the sadhan and what is the sadhya, you know, what is the sadhan and what is the sadhya. So when asking everybody tell different answer gave, you know, they gave different answer, but he did not satisfy. So now he's so much worried. When he's asleep, then he saw one demigod, he manifested this dream. You know, one demigod, he manifested this dream and telling, oh, here coming one very great personality come here. His name is the Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu coming. When he doing this question you can do to him, then he can give you proper answer, you know. And then he saw this, what is a dream? So that's Chaitanya Mahaprabhu came after. When Chaitanya Mahaprabhu came, then he asking this question. Oh Prabhu, this question asking many person I asked this question. But everybody gave different gave answer. Prabhu, you can give my answer, you know. I give me satisfy. Then Chaitanya Mahaprabhu telling, sadhan also harina and sadhya also harinam, you know, sadhan also harinam and sadhya also harinam. If you chanting this holy name, khaite, suite, meaning who is the always, when eating, when going, always is chanting this holy name, you have so much glory, you know, so much glory. If you chanting this holy name and when chanting this holy name, slowly what happening? Then it's a cheta darpana marjanam, bhava mahadabhagin nirbhavanam, sreha kairava chandrika vitaranam, Vidya Badhu Jivanam Ananda Buddhi Vardhanam Yana Pratipadam Purnamrita Aswadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Only when chanting this holy name, this is the sadhana also, and this is the one sadhya, one day this Krishna name, he take the form of Krishna and he gave to darshan to you. Then he became completely satisfied. So this holy name is the only sadhana, and here sadhana and sadhya also this holy name. Im Chaitanya Bhagavat wird beschrieben, wie Chaitanya Mahaprabhu auf seiner Reise durch Südindien einen Brahmana traf. Dieser Brahmana war sehr verwirrt, weil er hatte so viele Leute befragt, immer dieselbe Frage, und er hatte immer verschiedene Antworten bekommen. Seine Frage war, was ist Sadhya, das Ziel im Leben, und was ist Sadhan, der Vorgang, um dieses höchste Ziel des Lebens zu erreichen? So er hat so viele Leute gefragt und jeder hat ihm eine Antwort gegeben. Und er war verzweifelt, weil er wusste nicht, was ist das Ziel des Lebens. Alle Antworten, die er bekommen hat, haben ihn nicht zufriedengestellt. So schließlich kam in seinem Traum, erschien ein Halbgott, Gott oder Gottes, Mahat. Deva oder Devi, appeared in dem Traum. Demigod. Deva. So, ein Halbgott ist ihm im Traum erschienen und sagte ihm, sehr bald kommt eine große Persönlichkeit hierher, Chaitanya Mahaprabhu, dem sollst du diese Frage stellen. So, als Chaitanya Mahaprabhu kurz darauf kam, fiel dieser Brahmana ihm zu Füßen und bat ihn, O Prabhu, bitte, ich suche schon so lange nach einer Antwort, bitte erkläre mir, was ist Satya und Sadhan. Und dann erklärte Chaitanya Mahaprabhu, der Weg und das Ziel ist eins ist dasselbe. Und was ist das? Das ist der Heilige Name. Der Heilige Name ist das Ziel und der Heilige Name ist auch der Weg. Jemand, der immer zu den Heiligen Namen chantet, während er schläft, während er isst, diese Person ist glorreich. Der Heilige Name, einfach durch das Chanting Heilige Namen wird man alles erlangen. Der Spiegel des Herzens wird gereinigt, der Waldbrand des materiellen Existenz wird gelöscht, alles Glückverheißende stellt sich im Herzen ein, alle Arten von Wissen entstehen. Diese Person wird eintauchen in einen Ozean von Nektar und wird ewiglich die Liebe von Sri Radha und Krishna kosten. Ja, so praktisch der Heilige Name ist der Weg und ist auch das Ziel. Der Heilige Name, jetzt chanten wir ihn als Sadhan,
Aber wenn wir die Vollkommenheit erreichen, wird der heilige Name, weil er nicht verschieden ist von Krishna selbst, die Form von Krishna annehmen und wird uns Darshan geben. So der heilige Name ist der Weg und auch das Ziel. So this is the 11th canto, yeah. The 11th canto when there Navajogendra, Kabi, Habi, Antariki, Prabhi, the Prabhupada, when they are coming to assembly of Nemi Maharaj, then this Nemi Maharaj asking nine question. First his question is the how you can get peaceful life, happiness life. You know, first question. When he do, then he telling, then Kabi he gave answer. Then you got happiness life, first you can take shelter of Gurudev. And what are you are doing? Everything doing for Krishna and listening Harikatha and chanting this holy name. But this holy name is so sweet. But Evam Brataha Sopriya Nama Kritva. So even he is the Lord's name is sweet, but sometimes you are feeling this is sour, you know. But why sour feeling? But you have so many anarthas, so many aparad. So when you chanting holy name, but when looking this movie, hour and hour looking this movie, when some bad thing, hour and hour talking, when it's something taking the hour or hour without relation to Krishna bhakti. If somebody telling you are chanting some round, you are not feeling the nice, then you feeling this bitter. So Rupa Goswami telling Syat Krishna Nam Charita Abhita Rasanasana Rochigano. So why this is like this mystery, this is the sugar candy, the sweet. But sometimes if some pilia, what telling? Jandis. He feeling this is the sour, but it is not sour, it is the sweet. But doctor telling you are always trying chewing. When all disease the move, then sugar candy becomes so tasty. Like this, first you are feeling this is the sour. Why? Your life and life you are doing so much nonsense, so many aparad. But slowly when you're chanting, then slowly our anarthas is the move. Then one day can become so test this holy name. Evam Brataha, meaning you take your bhav. What is this take breath? So priya nama. Your priya name. What is our priya name? This is the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When take this supriya nama kirita, then what happening? Jata nuraga. Then slowly coming your anurag. And when coming anurag, druta chita uchai, then your heart become melted. First when take a holy name, our heart not become melted, but when chanting continue this holy name, when anarthas move, then your heart become melted. But when that heart become melted, then what happening? Hasatyatha. Then how your TV looking picture like this, your heart also manifested. This Krishna, this sweet pastime. You know how Krishna stealing buttermilk, how Krishna doing sweet pastime. Then when you saw, then you are sometimes laughing, sometimes dancing, sometimes rolling, sometimes is the, you know, weeping. Why? When this Krishna's pastime manifested your heart. But if you take this holy name, but your heart didn't melt, then what you think? Then you got to think, you have so many offenses now, you know. So your heart not become melted. Yeah, maybe Vaishnava Parad, Nama Parad, Dhamma Parad, and Puja Parad, maybe you have so many offenses. So you, when you chanting this holy name, your heart did not make them melted. Why? You have some offenses. Im Srimad Bhagavatam wird beschrieben, wie Maharaj Nimi die neun Yogendras befragt. Und die erste Frage, die er stellt, ist, wie können wir im Leben glücklich werden? So, dann bekommt er die Antwort, man muss Zuflucht suchen bei einem spirituellen Meister, den seinem Leben Krishna weihen, Harikatha hören und den heiligen Namen chanten. Und dann erklärt er, dass der heilige Name am Anfang haben wir leider keinen Geschmack an diesem heiligen Namen, den zu chanten. Wir haben jetzt so viel Geschmack an materiellen Dingen. Wir können irgendwelche materiellen Filme stundenlang gucken, können uns über irgendwelche materiellen Dinge stundenlang unterhalten, da haben wir kein Problem. Aber den heiligen Namen stundenlang zu chanten, ist sehr schwierig für uns. Warum? Weil praktisch unsere Herz voll ist von Vergehen.
Ja. Deswegen ist es wie, wenn man eine praktisch eine Krankheit hat, Gelbsucht, dann, obwohl der heilige Name sehr süß ist, aber wenn man Gelbsucht hat und man isst etwas Süßes, Zucker, dann ist das Süße, das schmeckt schrecklich bitter. Und obwohl es eigentlich süß ist, ja, aber diese Süßigkeit ist gleichzeitig, der Zucker ist die Medizin. Ja, indem man nicht aufhört, das zu essen, indem man nicht aufhört zu chanten. So, denn dieser praktisch, der Mahatschnimi bekommt die Unterweisung, man muss ein Gelübde, festes Gelübde auf sich nehmen. Ich werde nicht aufhören, meine geliebten Namen zu chanten. Ne? Geliebte Namen bedeutet hier Mahamantra. Egal, auch wenn es praktisch unangenehm ist, wenn ich keinen Geschmack daran habe, wenn es schwierig ist. Man soll nicht aufhören zu chanten, dann wenn man auf die Art und Weise fortgesetzt weiter chantet, dann wird diese Krankheit, dann werden die Vergehen allmählich weggehen und dann bekommt man Anurag, das heißt Anhaftung an Krishna. Und wenn diese Anhaftung an Krishna im Herzen erwacht, dann werden sich Krishnas süße Spiele im Herzen offenbaren. Und dann wird der Devotee, dann wird sein Herz schmelzen und er wird manchmal lachen, manchmal weinen, manchmal tanzen, weil er in seinem Innern immer diese wundervollen Spiele von Krishna sieht. Bol Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, once Gurudev tell, when you are got this holy name from the Gurudev, when Gurudev gave this Hari Nam, not Hari Nam himself, Hari, you know, Krishna himself came to us. This is not a mala. You know, the Sumeru, she is the Radha Krishna. And one, this is the beat, he is the one Sakhi. Yeah. There are surrounding between Kim to Krishna, they are doing Rasalila. So this is not a mala, Gurudev telling, himself Krishna came to you. Yeah. So Gurudev tell, never keep hungry this mala. Not keep hungry. Hungry meaning, if you one day did not take a shower, you don't change your cloth, if you don't eat anything, how you feeling? You feeling so bad. So if one day you never chant this holy name, that meaning is the whole day this mala became hungry. Why this is not mala? He mala himself Krishna. He came to Krishna. So when Mahaprabhu he bring prasad to Haridas Thakur, Haridas Thakur, what he told? Now completely sick, now you want left body. Prabhu, today I cannot accept the Mahaprasad. Why? Today my fixed round I cannot complete. So I cannot today accept Prasad. Then Mahaprabhu telling, whole life you are chanting three lakh holy name. Now you became old, you can try to chanting some less. Haridas Thakur, what he gave answer? Prabhu, my body is the okay, but my mind is the nonsense. You know, mind is the bad. So what is the meaning? He gave teach to us. Our body is okay always, you know. If you go to cinema, go some nonsense thing, then you are become ready. First you want to go there. When chanting is a holy name, then you become so many excuses. Oh, that happening. But when some another thing, now very enthusiasm. So Prabhupada tell, many times wake up, take your own shoes, and 100 times you are try to beat your mind. This why this mind is so nonsense? And I said, bad this mind, take this own suja and 100 times you try beat your mind. Why mind is the bad thing always try to doing. And when do bhajan, make the excuse, you are so make excuse. So Gurudev tell, this mala is not a mala, himself Krishna is the came to you. Yeah? And this material wall, you try to keep one side. Money time, think this family is the my enemy, that dacoit. What telling Dakai? That take your all money. So Bhagavad telling Sojanaksha, that's you. Their whole energy, they are take. But necessary, why gave Krishna the human being? Only for bhajan. Only for bhajan he gave this human life. So think money time, they are my enemy. Yeah. So 2 hours and evening 2 hours, you know. You are thinking enemy or chanting Hare Krishna, Hare Krishna. So every day, you can try to chanting some fixed round holy name. Srila Gurudev hat oft gesagt, dass diese Mala, die wir bekommen, die sollte nie fasten. Diese Mala
ist nicht irgendwelche, einfach eine Kette aus Holz, die wir bekommen, sondern Gurudev gibt uns Krishna selbst, wenn er uns die Mala gibt. Und diese Hauptperle an der Mala, das ist Radha und Krishna. Und die 108 Perlen, das sind die 108 Sakis von Sri Radha und Krishna. So diese Mala ist eigentlich Krishna selbst. So diese Mala, unsere Mala, die sollte nie fasten. Heißt, die sollte nie einfach unbenutzt irgendwo in der Ecke liegen. So wie werden wir einen Tag lang uns nicht waschen, keine sauberen Kleider anziehen, nichts essen, dann werden wir uns sehr schlecht fühlen. Genauso sollten wir denken, wenn wir einen Tag nicht chanten, dieser Tag ist ein verlorener Tag. So, denn? Haridas Thakur, Mahaprabhu kam zu Haridas Thakur, als dieser schon sehr alt war, und brachte ihm Mahaprasadam. Aber Haridas Thakur sagte: Oh Prabhu, heute kann ich keinen Prasad annehmen, weil ich habe meine vorgeschriebene Anzahl von Runden, 3x64 Runden, noch nicht gechantet. Dann Mahaprabhu sagte: Oh, dein ganzes Leben hast du 3 Lakh Harinam jeden Tag gechantet. Jetzt bist du alt, du kannst jetzt deine Anzahl von Runden ein bisschen herabsetzen. Und Haridas Thakur antwortete: Prabhu, mein Körper ist okay, aber mein Geist ist nicht okay. Er gibt praktisch Beispiel für uns. Er sagte: Ist nicht, dass ich mein Körper so krank ist, dass ich nicht chanten kann. Das Problem ist, dass ich nicht chanten will. So, Haridas Thakur gibt das Beispiel. Ne? So, wir haben so viel Energie für so viele Sachen. Wir sagen, okay, wir sind krank, aber wir können so viele Dinge tun, die uns wichtig sind und für die wir Energie haben. Aber dann, wenn es darum geht, Bhakti Sachen zu tun, zu chanten und so, dann plötzlich sind wir so müde und krank und haben so viele Entschuldigungen, warum wir nicht chanten können. So, Haridas Thakur gab das Beispiel. Wir sollen jeden Tag versuchen, eine bestimmte Anzahl von Runden zu chanten. Yeah, so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bless Hari Nam Sankirtan ki, bless Sri Sachinandan Gaur Hari ki, Gurudev ki, Gaur Premanande Hare. Telling why Gurudev now is so much famous whole world, only chanting holy name, you know, every day Gurudev. Without, he did not finishing 1 lakh harinam, he never take any water, you know, not take any breakfast. Before breakfast, he tried to chanting, fulfilled 1 lakh harinam, then whole day also chanting, every day chanting 2 lakh harinam. Prabhupada, why is he so much famous? He 12 year continue, every day he chanting 3 lakh harinam, you know, every day. Bhaktivedanta Swami Maharaj also, you know, who is the, this holy name chanting very nicely, this holy name, one day they are become very famous. And what you are doing for gut happiness life, you know, gut happiness life, how can gut happiness life, scripture telling, then you can get happiness life as much you are chanting, as much doing bhajan. So as much you chanting, that much you are also happiness life. Warum war unser Gurudev überall auf der Welt so berühmt und begehrt, weil Srila Gurudev hat jeden Tag 2 Lakh Harinam gechantet. Bevor er morgens nicht 64 Runden gechantet hat, hat er nicht Wasser getrunken oder Frühstück gegessen. Und jeden Tag hat er 2x64 Runden gechantet, Srila Gurudev. Und auch unter anderen Acharyas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hat für 12 Jahre unablässig jeden Tag mindestens 3 Lakh Harinam gechantet, 300.000 heilige Namen. Auch Srila Bhaktivedanta Swami hat für lange Zeit Bhajan ausgeführt in Vrindavan, sich vertieft in das Chanten der heiligen Namen. Also der heilige Name ist der Ursprung von allem guten Glück. Und jemand, der immer den heiligen Namen chantet, sich vertieft das Chanten der heiligen Namen, alles Gute wird in seinem Leben sich manifestieren. Das heißt, je mehr wir Bhajan ausführen, je mehr wir chanten, umso mehr werden wir glücklich. Je weniger chanten, umso weniger werden wir glücklich sein. Das ist direkt miteinander verbunden. Harinam Sankirtan. Now doing Arati, yeah? Okay. Arati?
चलो वंश करो तुम बस कृपा सिंधु भाई बच्चे पिता नाम पावने भो बैष्णे भो नमो नमो
Thank you.
Ramon Vihari, Ratisham, Sunna, Chukida, Jaini Telina, Pavishta, Mr. Pada, Stutta, Shishima, Bhakti Vedanta, Shiranayan, Gotami, Maharaj, Kide, Nitelina, Pavishta, Mr. Pada, Stutta, Shishima, Bhakti Vedanta, Shiranayan, Gotami, Maharaj, Kide, Nitelina, Pavishta, Mr. Pada, Stutta, Shishima, Bhakti Pagyan Keshav Kostami Maharaj ki jai. Jai Chalina Pavishta Mishnu Pada Stota Sadashishima Shri 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 Siddhanti Goswami Maharaj ki jai. Jai Nitalina Pavishta Mishnu Pada Stota Sadashishima Shira Bhakti Vedanta Swami Pavpada ki jai. Shri Jagat Goshira Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Pavpada ki jai. Pramansa Shira Goki Shodha Swabuji Maharaj ki jai. Shachidananda Shira Bhakti Vinod Thakur ki jai. Vaishnav Savoma Shri Jagannatha Swabuji Maharaj ki jai. Shri Balade Filabhushan Babu ki jai. Shira Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Shri Navatam Srinivas Shyamananda Prabhutai ki jai. Shira Krishnadas Kaviraj Goswami Sie Upsanatan, Batagonat, Sie Tiropana, Badadasagana, Sie Sarakosami, Babukida, Sie Sautamada, Oiramanan, Niko, Apache, Binaki, Namata, Shira Hadidas Takoki, Pinsuko, Sikhishna Chaitana, Pabunetananda, Sie Veda Vedata, Sie Vasadiko, Bakta Binaki, Sie Navatri, Hamaki, Sie Sierada Krishna, Bukobi, Govanan, Tadasamanatmaka Sipat Samandra Kide, Samukunna Ratakunna Munaganga Tutsi Bhakti Devi Kide, Sri Jagannath Paradev Subhataji Kide, Sri Nasinga Bhagavana Kide, Sri Parat Maharaj Kide, Chavasampada Kide, Sri Harinam Sankirtan Kide, Gantarat Simad Bhagavatam Kide, Sri Prihat Bhagavatam Ritam Kide, Jai Shri Sanatana Goswami ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Ananta Koti Vaishnavinda ki jai, Shri Bhutrabhad Bhakti Vedanta Sita Maharaj ki jai, Samagata Bhakta Binda ki jai, Votri Manande. Markandeya, yes. And some another profession.
Wenn ihr denkt, ihr sollt